Wir waren ansonsten 3 Spiele ungeschlagen, haben uns aber trotzdem kalt erwischen lassen, weil wir zu verspielt waren in der Defensive, dadurch, dass 0-1 in der ersten oder zweiten Minute kassiert. Ansonsten haben wir dann eine Viertelstunde gebraucht, um reinzukommen. Niendorf war aber in der ersten Halbzeit nur ganz kurz vor Schluss mit einer Großchance. Ansonsten offensiv auch nicht stattgefunden. Wir auch wenig Fußball gespielt, über Standards gefährlich gewesen, so auch das 1-1 gemacht. Ja, wir sind sehr gut gestartet. Allerdings muss ich dann sagen, haben wir auch sehr stark abgebaut. Die erste Halbzeit war die schlechteste, die ich, seitdem ich diese Mannschaft betreue, gesehen habe. Das haben wir deutlich angesprochen in der Halbzeit. Ich denke auch, die Wechsel waren diesmal wirklich passend. Wir haben dann mehr Ordnung im Spiel gehabt und wir waren zur richtigen Zeit eben auch aggressiv und haben uns die Chancen danach rausgespielt und zum Glück dann die dritte, vierte dann auch wirklich genutzt, um das Spiel zu gewinnen. Zweite Halbzeit stand das Spiel absolut auf der Kippe. Großchancen auf beiden Seiten, fand ich. Wir hatten auch zweimal die Gelegenheit. Einmal hätten wir auch einen Elfmeter bekommen, herausholen müssen. So, wenn man klug ist, clever ist. Ein, zwei Mal vom Tor dann nicht den Abschluss gefunden. Niendorf auch mit Großchancen und dann fällt das 2-1. Bin gespannt auf die Aufnahmen. Also ich sage eigentlich generell wenig über Schiedsrichter. Ich finde, der Assistent hat es begründet. Er hat gesagt, der Ball war, oder der Spieler war sogar noch hinter der Mittellinie beim 2-1. Und von daher ist so entschieden worden. Und ich glaube, das gleicht sich über eine Saison hinaus auch immer wieder aus. Die Saison haben wir nicht in diesem Spiel heute verloren. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die kleine Chance, die wir noch haben, versuchen zu nutzen, auch wenn sie nicht groß ist. Aber dass wir daran versuchen zu glauben und nächste Woche im Borgfeld 3 Punkte zu holen wieder.